Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Scum. Ich freue mich natürlich wie immer, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, die Abenteuer der Steffi gehen heute weiter. Sie hat noch ordentlich was zu tun. Aber das Hausprojekt, besser gesagt das Hotelprojekt, das lief ja bis jetzt ganz gut. Ne? Dank den Admins und alles drum und dran ist das ein schönes Häuschen geworden. Und ja, da wohnen auch ab und zu mal Leute drin, glaube ich. Die Türen sind ja offen. Gut, ansonsten... Ja, gibt es nichts Neues zu berichten. Ich hatte ja wieder eine kleine Pause gemacht. Da möchte ich hier nur erklären, warum. Es ist einfach so, dass ich nicht wieder in der Situation kommen will, wie letzte Mal, wo ich so eine lange Pause hatte. Dann nehme ich mir ab und zu mal eine kleine Auszeit. Ich verdiene nichts an den Videos. Das Ganze ist ein Hobby. Aber ich versuche natürlich so regelmäßig Videos zu machen, wie ich kann. Ja, also nicht, dass ihr denkt, ich bin zu faul oder... Ja, lümmel hier nur rum. Ich habe auch zu tun nebenbei. Ich stehe auf der Couch. Ach, immer wenn ich eine Aufnahme starte, kommt sofort ein Rettungswagen. Ach, danke. So. Ich fahre die Dinger selber. Ich darf mich darüber aufregen. Na, letzten, also Sonntag jetzt, mitten in der Nacht, fährt die Feuerwehr hier durch mit Pressluft. Und... Da ist kein Auto auf der Straße, da ist keins. Ne? Ich weiß, wir müssen aus rechtlichen Gründen Martinshorn und Blaulicht anhaben, sonst bist du nicht rechtlich abgesichert, wenn ein Unfall passiert. Aber wenn gar nichts auf der Straße ist, muss ich dann in der Innenstadt hier so ein Bäh machen, ey, das ist Wahnsinn. Gut, egal, das ist, ich beschwere mich über meinen eigenen Job. Gut, ins Kamm geht gerade die Sonne auf, das ist wunderbar. Guck mal, wir haben ja so richtig geile Schränke jetzt drin. Also die hatten wir ja schon letzte Folge, glaube ich, drin. Haben die Admins reingestellt. Also das geht irgendwie. Aber die verraten mir den Trick nicht, weil sie Angst haben, dass ich hier alles voll baue mit Schränken. So, mehr brauche ich eigentlich gar nicht. Ne? Warte mal, ich habe ein bisschen aufgeräumt im Inventar. Ich habe den Garten gemacht vorhin. Ich konnte leider nicht aufnehmen früher, weil Nacht war. Und das kennt er ja. Ist ja stockenduster in der Nacht, da brauche ich keine Folge machen. So, wo habe ich denn die ganzen Farben? Ist das alles Verkaufsscheiß? Ne? Okay. Aber ich hatte doch da sind die Farben. Alter, ich verdrück mich immer so oft, ne? So, dann haben wir jetzt mehr Farben. Black. Erdgrün. Erdrot? Warum Erde eigentlich? Hazel Purple Paint. Naja, Farbe ist Farbe, ne? Also wir werden damit auf jeden Fall ein bisschen rumspielen. Ich würde auch so gerne so ein Ladegerät bauen für die Dinger, ne? Aber ich habe immer Angst, dass hier alles despawnt, wenn du es gebaut hast. Handwerk. Einmal gucken, was das kostet im Bauen. Dann gucken wir kurz im Garten. Der müsste jetzt safe sein. Gegossen, alles drum und dran. Außerdem ein bisschen heiser. Ich habe auch ein bisschen Husten. Bin halt ein Jammerlappen. Oh, Entschuldigung. Ferngesteuerter Türsensor. Das ist das Ding, ne? Also Medium braucht was. Metallschraubplanken. Haben wir alles da. Das ist echt ein Kinderspiel. Okay, sowas hier nicht. Aber das können wir uns ja besorgen. Also ich fände es schon interessant, die Batterien laden zu können. So. Ah, hier ist meine Waffenkammer. Ach, ich liebe sie. Gucken wir mal, ob alles safe ist. Da ist noch viel Platz für mehr. Meine M16. Ah, ich brauche noch ein K98 oder so, ne? Das wäre geil. Ach, ist schon hübsch, ne? Also wenn die Waffenkammer voll ist, dann kann man mal ein bisschen auf Tour gehen. So, ich habe 197 Ruhmpunkte, weil ich die Tage, wo ich jetzt keine Videos gemacht habe, trotzdem immer im Garten gearbeitet habe, ne? Deswegen habe ich auch Ruhmpunkte bekommen, einige. Ne, wir haben hier ja schön Tomaten, sag ich schon, Tomaten haben wir hier. Und das sind die Knoblauche, die Mehrzahl von Knoblauch. Und hier ist nochmal Knoblauch jetzt. Also ich habe, wie gesagt, ein bisschen rumgeeiert hier im Garten. Immer so ein bisschen gemacht. Manchmal lief einer vorbei und lief einfach nur und das war's. So, der Brunnen hier, der taucht gar nichts. Ne? Also der, ja, so wütend ist hier Steffi. Der wird ein bisschen voll und das war's dann. Da kriegst du überhaupt nichts mit hin.
Gut. Der Bogen ist justiert. Das habe ich auch noch gemacht. Boah, ist das geil, der Sonnenaufgang. Ich weiß nicht, wie die Sonne da so durchscheinen kann, aber geil. Dann habe ich hier noch ein neues Gebäude errichtet. Ich hätte das aufnehmen können, ja. Aber jetzt das Gebäude da bauen, einfach furchtbar langweilig, ne? Ne, mit Spenden hier. Gespendete Generatoren, gespendete Kühlschränke. Warum kann ich meine Augen mit einem Ding waschen? Prüfe. Ja, die sind noch relativ voll. Und hier ist natürlich auch was drin. Hier ist ein Samen drinne. Und hier ist so ein bisschen, was wir geerntet haben. Hält hier ja wirklich lange frisch. Dann habe ich noch einen Schrank mit bisschen Benzin. Damit ich nicht mal rennen muss wie ein Doofen. Obwohl die echt lange halten. Da kannst du mit Kanister schon viel reißen, ne? Gut. So, ich werte das auch nicht auf wegen den Kosten. Die werden zu hoch beim Reparieren. Wäre nicht nur mogeln. Ne? Also ich habe zum Beispiel auch den Garten gegossen. Da habe ich mir selber als Admin Wasser gegeben. Ne? Also ich habe experimentiert mit Pipi, ich habe experimentiert mit Salzwasser. Spielt irgendwie alles keine Rolle, ne? Was du da reinschüttest. Die sind immer gleich. Oh, der hat nur Milliliter. Habe ich aber nicht aufge... Ach nee, die habe ich nicht gegossen, weil ich nicht wollte. Oh, das geht da flöten, das Wasser echt heftig. Irgendwo sind Tomaten, ne? Wir können reingucken. Nix. Gut. Dann gehen wir mal zum Auto. Das war auch der aktuelle Stand der Bude. Sehr attraktiv, ne? Wie gesagt, hier und da ist mal ein Spieler im Haus drin. Oh, das ist nicht gut hier, ey, mit der Karre, ne? Ey, die geht mir so im Arsch. Ich habe die Garage zu klein gebaut. Ich glaube, kann ich nochmal abreißen, ne? Nochmal neu bauen, ein bisschen länger raus. Fass mal. Erstmal die Möhre rausfahren und wieder reparieren. Oder ich baue noch eine andere Garage. Behalte die hier für ein Moped. Oder so. Ach so, wir haben noch ein Geschenk bekommen. Tatsächlich da. Ein Angelsteg. Oh nein, mein Boot. Ich habe das Boot geschenkt gekriegt von einem Spieler. Was macht das denn da hinten? Ich weiß nicht, war das Kokain? War das Kokain? Ich weiß es leider nicht mehr. Oh, ich bin zu schwer, oder? Nö. Nicht drauf geachtet. Meine Füße sind klatschnass. Warum sagst du kein Hai? So. Hab ich ganz vergessen. So. Kann man das irgendwie festmachen oder so? Ich weiß nicht, weil das ist jetzt tagelang da rumgetrieben. Nein, das will ich nicht. Admin-Sachen mache ich eigentlich nicht gerne in Videos. Aber ich hoffe mal, dass das stehen bleibt. Ne? Ja, ein bisschen nass. Bin ich noch eine Safe eigentlich hier? Knapp. Na, hier eine gemütliche Sitzecke. Die keinen Sinn ergibt. Habe ich gebaut. Wo kommen wir denn hin jetzt? Wir können ja einmal nochmal zum Steinbruch. Da kriege ich auf jeden Fall so ein Kabel, denke ich mal. Aber wir haben ja auch noch die Möglichkeit zu gucken. Ich nehme das Auto schon mal mit. Halt. Abbruch. Abbruch. Man kann es nicht abbrechen, ne? Ich will da nicht mal einsteigen. Bup, bup. Ja, ich muss, glaube ich, in der Hand haben. So. Irgendwas muss ja kaputt sein. Entfernen. Das ist ja. Hat er nur noch 67% Repair. Ja. Aber noch nicht ganz heile, ne? Ach, das habe ich noch nicht so geschnallt. Was ist passiert?
Warum? So. Ich weiß, man kann es aufbocken, dann sieht man auch, wo die Farben sind. Aber das reicht mir jetzt eigentlich, das Reparatur. So. Boah. Das ist einfach nur ein Raucherhusten, ehrlich. Ich sollte mit diesem Scheiß aufhören. Hier finden wir einen Scheinwerfer neuen. Das wäre schön. Wir haben nämlich keine mehr vorne drin. Habe ich gar nicht gemerkt. Die sind also durch die Garage kaputt gegangen. Perfekt. Am Start? Das haben wir am Start. Da brauche ich nur ein Rohr. Warum braucht man denn ein doofes Rohr? Bin mir nicht sicher, ob ich schon eins habe. Wir haben kein Messer, ne? Nehme ich lieber das hier. Direkt ein Kabel gefunden. Also, dann wird heute irgendwas schieflaufen, wenn ich auf einmal Glück habe. Obwohl hatte ich kein Glück. Ich konnte die Aufnahme erst gar nicht machen, wegen Nacht. Und dann wollte ich sie machen. Ah, hier wohnt einer, ne? Dann wollte ich sie machen. Und dann habe ich hier zu kämpfen gehabt, weil die Kamera nicht funktioniert hat. Die war wieder umgestellt. Ich habe nichts umgeändert oder so. Aber auf einmal ist Kamera nicht mehr da. Dann hast du den Sound ganz komisch. Ich weiß nicht, Windows ist auch wirklich beschissenes System, ne? Aber du musst es halt nutzen. Das ist ein Gebäude. Denke relativ frisch. Okay, wir müssen woanders gucken hier. Hier sind wir durch. War genug von. Wow. Ja, die kann man tatsächlich jetzt ja. Früher war das ja nur Müll, ne? Jetzt sind die schon wichtig geworden. Mann, nein, wird ja keinen Sinn ergeben. Aber die sind schon ganz gut mittlerweile. Akkus. Und wenn sie dann noch laden können, wäre noch besser. Bin dumm gelaufen, sorry. Na, Garten, du machst dein Ding, ne? Nach Regen aus. Wäre auch schön. Da hat er null Tropfen Wasser drin, also wirklich gar nichts. Haben wir irgendwo einen Airdrop? Nee, ne. Wenn, dann ist er eh alt. So, ich würde jetzt gerne zur großen Stadt fahren, ehrlich gesagt. Aber das ist ja kein Kinderspiel mehr. Aber ich will auch nicht jede Folge in derselben Location looten gehen, ne? Das wäre auch langweilig. Ich wollte eigentlich unbedingt hier. War das hier? Ich vergesse immer, wo die geile Dings ist. Wenn man so fein looten konnte. Oh, mach einen Sound. Was, Chili? Wo war denn dieser geile Hafen mit den zwei BW-2-Bunkern drin? Ich mach kurz Pause, ich muss das auf der Map gucken. So, ja, heute sind WW2-Bunker dran, habe ich mir gedacht. Da können wir eine schöne Route abfahren. Den ersten finden wir, ich gucke gerade auf der Map. Da ist der erste Bunker, den wir erreichen können, in schneller Geschwindigkeit. Und dann ist der nächste hier oben irgendwo und etc. pp. So, etc. pp. Da war die ganze Zeit an, bin ich gemerkt. So. Oh, ist aber komplett repariert, ne? Oh, ich hab's dann auch gesagt. Konzentration. Timmy.
So, ein Airdrop habe ich gerade auf der Map gesehen, also. Die finde ich ja immer super geil. Aber der ist zu weit oben. Boah, hier nehme ich aber eine Abkürzung dann, ne? Durch den Wald. Habe ich keinen Bock zu rumzufahren. Mit durchs Wasser. So. Und jetzt Richtung Osten. Ganz entspannt. Oh, volle Pulle Regen gerade hier, ey. Kann man sich schon gemütlich im Bett legen, Filme machen und den Regen hören. So. Vergleiche ich noch mal. Das ist aber auch wirklich ganz blöd. Da ist der Zippel. Oh, wie falsch fahre ich wieder? Wartet. Oh, gar nicht falsch. Ausnahmsweise mal richtig gefahren. So. Boah, ist aber gefährlich. Zeig ich mal. Naja, wenn die Kurve da unten kommt, können wir fußläufig da lang. Was ist eigentlich mit Tiere? Ich habe ewig kein Tier mehr gesehen hier im Spiel. Ja, wohin fahren? Ja, Blödsinn. K98 wäre natürlich ein Traum, ne? Kleiner Pipi-Bunker, aber nur schade. Wie ich das hasse, ne? Wenn du irgendwo hingehst und gar nichts findest, ne? Das habe ich gesagt. Jetzt bestraft mich das Spiel nochmal doppelt. Nix! Es ist nix! Ich hab ein bisschen jetzt zwischen eine Einheit, oh. So. Er ist ja schon zum Scheitern verurteilt, ne? Wenn du gar nichts findest hier. Kein guter Bunker. Ne. Schlechteste Bunker aller Zeiten. Eine Unterhose, Socken. So. Muss ich ja mal gucken, wo der nächste ist. Da sind so viele Bunker. Das ist echt irre. Ich bin ja in der Safe Zone. Da müsst ihr euch die ganze Fahrerei nicht angucken. Oh. Aber ich muss unbedingt noch Garagen finden. Und ich fahre jetzt. Ja, ich versuche mal zum Airdrop zu kommen. Ups. Aber das seht ihr dann. Bis gleich.
Ja, hat sich gerade erledigt. Airdrop ist weg. Bei D1 ist er dann neu aufgetaucht. Das ist aber wirklich zu weit. Fahre ich jetzt wirklich zum Bunker. Und zwar. Da ist er. Hier. Außerhalb des Safe oder in der Safe, weiß ich noch nicht. Werden wir sehen. Da war es ein fetter Leck. Egal. Auf jeden Fall sind wir fast da. Müssen wir mal ganz genau gucken. Den habe ich schon mal gesucht und nicht gefunden. Ist der direkt. Das ist zwar ein roter Punkt, aber das ist der nicht, oder? Oh, das ist so schwer zu erkennen von der Map auf der anderen immer, ne? Aber Scum sieht echt schön aus, da muss man sagen. Pff. Also, eine Map hat schon seine Vorteile, ne? Die Türmchen gucken wir uns auch nochmal an, obwohl die auch mittlerweile nicht mehr so reichhaltig bestückt sind. So. Aber da müssen wir unbedingt Garagen finden, noch einige, ne? Ach, wenn mich einer wegnatzt. Ach, das geht ja gar nicht. Ich bin dann immer noch in der Safe. Aber knapp dran. Obst. Eine Axt, ist geil. Freude. Oh, gute Qualität. Essen. Wie die hergekommen ist, das wüsste ich gerne. Jetzt eben. Immer so bescheuert. Boah, wie der Regen vor meine Fenster schlägt. Gemütlich. Ich glaube, bin ich zu weit. Hä? Kann ich das ja zeigen? Admin Helper ist für jeden, ne? Ihr könnt ihr alle benutzen. Ihr könnt euch halt nur nicht spawnen, aber die Map kann man benutzen. Ja, wo bin ich jetzt? Wo der Bunker warm war. Sind dann hochgefahren, da wollen wir hin. Mit Finger sogar. Guck mal hier, noch was anderes. Abonnenten! Ich krieg voll viele Abonnenten in der Zeit, voll cool. Aber jetzt konzentriere ich mich ein bisschen. Man merkt schon, ich bin wieder ein bisschen dusselig. Dann müssen wir hier hin. Nach. Süden. Ja, ein bisschen südöstlich. Gibt es südöstlich überhaupt? Ja. Es fällt ja voll auf, so ein Betonbunker hier, ne? Eigentlich. Ich bin genau da, wo die Map das sagt. Den habe ich schon mal gesucht, hier so dämlich lange. Und auf einmal stand er da. Ist kalt. Gut, ich suche den jetzt. Warte, da muss ich ja nicht aufnehmen. So, da ist er endlich. Ich weiß nicht, ob die Map da falsch ist. Weil der ist an einer ganz anderen Position gefühlt. Auch wenn ich jetzt so gucke. Ja, auf der Map ist er etwas höher. Mal gucken. Ich hau ab. Das hat sich nicht gut angehört. Oh, aber ich habe ja mit Auto hat Krach gemacht, ne? Meine erste Horde außerhalb von der Stadt.
Kannst doch nichts machen, ne? Du kannst ja nicht mal in den Bunker reingehen. Scheiße. So viele kriege ich ja nie weg. Flammenwerfer war da geil, ne? Kriegen wir schon Platz. Geben auch nicht auf, ne? Ein Auto? Ah, perfekt. Hält ja auch locker aus. Ah, ich finde, eigentlich sollten die tot sein, wenn man sie einmal überfahren hat, ne? Das kann ja nicht überleben. Okay, wir haben sie alle niedergedüst. Oh, cool. Ich hätte jetzt echt nicht mit einer Horde gerechnet. Gar nicht. So leise bleiben. Und steht da echt extrem bescheuert, ne? Stehen doch immer noch welche rum. Wer der Bunker lohnt sich nicht. Aua. Kommst du denn her? Für leise sein und springen da so rum. Handschuhe, immerhin. Was denn für eine Kackblutung jetzt? Ach, infiziert auch noch, was nicht stimmt. Ich glaube, im Auto habe ich Antibiotikum. Antibiotika. Ach, nehme ich einfach mit. Mal froh, überhaupt was zu finden. 20 Schuss AK. Nicht übel. Okay, ja, komm doch jetzt. Ey, Mann. Looten gehen macht keinen Spaß, wenn man keinen Loot findet. Dann ist das einfach nur gehen, nicht looten. Mit den Scummies. Sehr lecker. Na, von Scheißbunker wieder. Weiß ja nicht, wo man am besten jetzt was findet. Cool, eine Horde gehabt, ey. Und platt gewalzt. Sie hat keine Chance gegen Steffi. So, der nächste Bunker. Ja, alles nicht so gut. Okay, das Batterielade, ich bin jetzt selbst umgerollt extra. Das Batterieladegerät ist nicht auf der Map zu finden. Nein. Brauch noch, ich muss schauen. Hä? Das ist echt schon praktisch, ne? Habt ihr mir, glaube ich, auch schon 3 oder 4 Mal jetzt in die Kommentare geschrieben, dass ich mir das immer so schwer mache. Jetzt schnell ich erstmal, warum? Hier ist die Sache nebenan. Hä? Keine Ahnung, warum? Nur ein Teil. Alles. Man kann so favorisieren. Aha. Ich entdecke gerade Scum. Neu.
finde nicht das, was ich suche. Ladegerät halt, ne? Da. Draht. Den brauchen wir auf jeden Fall noch. Ey, wir brauchen dreimal dieses Kabel. Warum habe ich denn? Ich muss für irgendeine Stadt fahren. Am besten hier. So, und dann bin ich gleich wieder bei euch. So, jetzt nur ein Katzensprung. Dann sind wir schon da. Und dann hoffen wir mal, dass wir das finden. Oh, ein bisschen sehr früh. Die Pause beendet. Ich dachte, wir wären hier. So. Okay, fahren zur Fabrik, das ist falsch. Dann sind die Häuser schon. Alles außerhalb der Safe Zone. Nicht gut. Was ist da überhaupt rein? So steige ich auch immer aus in echt. So sanft. Oh, scheiße. Das hat sie erfrieren, tut so. Aber vielleicht finden wir auch was zu anziehen, das wäre schön. Ja, das ist falsch. Das ist voll zu naschen. Habe ich alle gegessen? Mann, ich muss besser aufpassen, ey. Ganze Packung Antibiotika, das ist voll wichtig. Ja, sind wir erstmal safe, was das betrifft, glaube ich. Gesundheit. Oh, da habe ich mir beim Autofahren gerade zu wird schmerzen. Ach nee, sagst du das wieder ein Bug oder sowas? Komisch. Isst man die nicht oder was? Bin ich wieder durcheinander? Was? Wer hat denn jetzt so eine Langeweile? Mal im Ernst. So hohe Distanz sein. Ich höre die Schüsse nicht mal. Ich bin immer so aufgeregt bei PvP, Mann. Fällig. Ich weiß nicht, wo der geschossen hat. Ja, von meiner Diet. Na, ist ja nur noch ein Opfer jetzt, ey. Voll mies.
Oh, jetzt habe ich ihn aber laut und deutlich gehört. Doch nur Kabel holen. Alter, der muss doch ganz nah sein. Ich hab Schiss. Wie? Ja, es kommt die Polizei schon. Weil er auf mich schießt. War gerade schon eine Tür drin? Keine Ahnung, wo der jetzt rummeiert. Killt mich gleich. Der wartet wahrscheinlich jetzt, bis ich zur Garage zurückkomme oder so. Irgendwo. Jetzt würde ich mir das Atmen so schön Knarre geben. Fair wäre es aber nicht. Salat. Ey, nee, also ein scheiß Kabel, ne? Der Spieler wartet 100% am Auto, in meiner Garage. Man hätte mich schon längst, boah, ist die Hose kaputt, erlegen können. Hören. Ist kein Dietrich oder was? So. Das Geiles drin sein. Das wäre schön. Rauch wird mir jetzt schon reichen. Da komme ich nicht. Da. Puh.
Scheiß. Scheißteil. So aussehen, ne? Irgendwie nicht richtig. Der fährt Power, ey. Aber auch Schiss. Was? Krass. Kann den noch 100% haben. Ich will die loswerden. Das sieht ja aus. Was mache ich jetzt wegen den Spieler, Mann? Verletzend. Komisch manchmal. Da liegen sie rum. Was mache ich denn jetzt? Das eine heikle Sache jetzt wieder hier. So, Garagen, wo ich eigentlich abfahren. Eigentlich die Polizei gar nicht, aber mega aus dem Konzept gekommen jetzt. Brauchen wir genau so viele, wie wir brauchen. Komm. Kann doch nicht sein. Jetzt geht's, also ehrlich. Der ist halt ab da geil. Ich gehe ja nicht an mein Auto, der Spieler. Fällt mir gerade so spontan ein. Das war ja nur was.
Dann nehme ich euch mit. Ihr seht so schön aus. Aber was ihr wart, ihr müsst jetzt im Auto. Langsam Richtung Heimat. Ich auch gerne, ne, Sniper. Schön auf dem Kirchturm. Muss ein bisschen taktisch umgehen. Aber kann sein, dass ich ihn mit in der Arme laufe jetzt, ne? Das ist klar. Nein, nein, nein. Mann. Ich bin voll konzentriert, aber der hat halt den längeren, ne? Boah, ich muss unbedingt dieses web.de deaktivieren. Da kriegst du 10.000 Nachrichten am Tag, ne? In der Garage, wo ich drin war. Da. Nervös. Entweder ist er hier im Haus, aber ich weiß es nicht. Er lauert auf jeden Fall. Nervös. Schon weg hier. Scheiße. Ein schöner Loot Run im Arsch.
ist wahrscheinlich abgehauen. Ich habe umsonst die ganze Zeit Angst gehabt. So. Na, ist schon gefährlich, so zu fahren, ne? So, ja, gehen wir einmal über die Schießbahn. So, wenn ich hier lang fahre. Ich muss nur Richtung Westen. Exakt. So, Richtung Westen habe ich gesagt, ne? Mir juckt der Hals hier so. Immer wenn ich frei habe, bin ich krank. So fies, oder? Habe ich davon, wenn ich mal querfeld einfahre, ne? So, passiert auch nur mir. Stupsen. Ein 8 Millionen Tonnen Auto, ja? Ja, 4x4, ja, ne? Ja. Da hat er einen Vorderradantrieb. Müsste ja klappen. Ich schaffe nicht, die Tür zu machen. Ich werde nur noch Straße fahren, das ist alles zu riskant. Der Adminhandel. Ich weiß nicht, warum die gerade eine Schießbahn ist, aber ist halt so. Schon immer gewesen bei uns. Ich will einfach nur vernünftig parken. So. Mal schauen, ob wir Glück haben. Schon besser als nichts, ne? Das Ding habe ich immer noch nicht geschnallt, wofür das gut ist. Oh, 13 Mal. Was will ich nun mitnehmen? So. Geiler aus. Schon drei jetzt. Kompan. So, komm jetzt hoch. Gib mir was Feines.
Appel. Irgendeine Ritze essen. So. Dann machen wir gleich einen Zwischenhalt in Timmytown. Passt ja ganz gut, ne? Leider nicht allzu fündig geworden. Das Ladegerät. Aber hier ist viel drin. Können wir einfach reingucken. Würde mich jetzt bedienen. Okay. Geschlossen? Nein, das mache ich nicht. So, auf nach Timmytown. Gemütlich machen. Dass ja Safe Zone ist, kann nichts passieren. Auto kann auch parken. Ist jetzt rot. Ist jetzt, das verstehe ich nicht. Ist meine Safe Zone und das ist rot. Ich habe mir wieder nichts durchgelesen, ja, aber verstehe ich nicht. Kein Tor mehr. So, ja, nur Unsinn machen wir da, ne? Dann parke ich hier bei ihm. Der ist noch frisch im Bauen. Eigentlich brauche ich mich nicht zu verstecken, ne? Wir sind in der Safe Zone. Und morgen weiß ich noch nicht genau, wo wir hin sollen. Weil Möglichkeiten haben wir ja genug. Ihr könnt ja auch ein paar Vorschläge in die Kommentare machen. Würde ich mich auch freuen. Bis dann im nächsten Video. Bis dann.